In dieser Halle in Ingolstadt passiert gerade etwas Gewaltiges im Kampf gegen Corona. 14 Tage haben sie nur gebraucht, die 10 Tüftler der Firma Trimatec, für diesen grauen Kasten. Das Beatmungsgerät LifeSafe Air, gebaut komplett aus Bauteilen der Industrie. Es soll Corona-Patienten auf der Intensivstation das Leben retten. Und was man hier sieht, ist im Prinzip die Schnittstelle. Wenn ein Mensch, ein Covid-19-Patient, künstlich beatmet werden muss, dass hier quasi der Tubus in den Körper führt. Und das hier ist einfach ein Testgerät, das die menschliche Lunge simuliert, im Volumen und im Druck, was halt gebraucht wurde, um dieses Gerät zu entwickeln und in seiner Funktion grundsätzlich erstmal abzubilden. Anlass für das Projekt war ein Hackathon, also ein technischer Wettbewerb, ausgerufen von der Bundesregierung. Die Entwickler haben Teile verbaut, die sonst in der Industrie eingesetzt werden. Drucksensoren, Ventile und Steuerungselemente. Der Vorteil: alle Teile sind zertifiziert, verfügbar und gelten als fehlerfrei. Ein seltenes Gerät, das die Lunge simuliert, wurde eigens mit dem Hubschrauber aus Köln eingeflogen. Dass das neue Gerät auch medizinisch präzise arbeitet, dafür hat sich der Chef Anästhesist des Klinikums Ingolstadt gekümmert. Die Druckverhältnisse sind marginal. Wir bewegen uns ja im Millibar-Bereich und haben, je nachdem, wie lange wir dem Patienten Zeit lassen zur Ein- oder Ausatmung, im Millisekunden Schaltzeiten. Und das ist natürlich schon was äußerst diffizil ist. Eigentlich baut Trimatec Fördeanlagen und Roboter. Die Opferzahlen aus Italien haben das Projekt ins Rollen gebracht. Elektroniker, Maschinenbauer, Programmierer und der Mediziner Hand in Hand. Der Chef ist vom Resultat begeistert. Das ist einfach nur ein schöner Zustand, wenn man das sieht, wie da jeder mit anpackt und das Ganze eigentlich fast wie von selbst funktioniert. Aktuell prüft der TÜV das Gerät noch abschließend, dann kann die Produktion losgehen. Für die Staatsregierung soll Trimatec zusammen mit Audi 1000 neue Geräte bauen. Innerhalb von 2 Wochen. Die Arbeit hat also gerade erst begonnen.